Leute und dann herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren Folge PVZ. Heute wieder zusammen mit Markus und im gemixten Modus. Das heißt, der Modus wechselt die ganze Zeit. Aktuell spielen wir auf der Port-Tunich-Gut Gartenzwergbombe. Und noch von mir ein herzliches Hallo. Ja, hallo. Ich bin ein Zombie. Markus ist eine Pflanze, soweit ich weiß. Ja. Deswegen wird das Ganze hier schon ziemlich spannend, denke ich. Spielst du für eine Klasse? Ich bin in Wissenschaften. Das war Meeresbiologe. Ja. Oh nein, ich bin jetzt nicht gesprungen. Fuck. Auszusehen. Na okay, der Gartenzwerg ist scharf, aber ich bin tot. Und ich glaube, es sind alle anderen auch tot. Also wird er wahrscheinlich nicht scharf gestellt bleiben. Wetten schon. Wenn die inkompetent sind, meine Leute. Okay. War jetzt nicht so inkompetent. Ja. Sie waren zurück gegen einen Äußer, der fast kein Leben mehr hatte. Oh man. Fuck you, Schnapper. Ich will nicht immer sterben. Alter, die Lobby ist aber mies. Wie viele Heile will ich einfach rumrennen? Also Leute, das wird eine heavy Runde, weil die hier sind alle gut, die Spieler. Ihr spielt nichts, okay? Ihr spielt auch ins Nichts? Ihr spielt alle ins Nichts, sind behindert? Ja, ich hab's auch gerade gesehen. All deine Leute auf KO. Nee, deine Leute sind ins Nichts gesprungen. Ja, stimmt, meine Leute sind ins KO gesprungen. Und dann wundern, warum wir verlieren, ey. Warum verliert ihr? Wir werden verlieren. Kann ich dir jetzt schon mal verzeihen? Oh. Das bist doch du. Nein. Oh. Ich bin durch. Hehe. Ich hab halt Damage bekommen. Nein, das war ich. Ich hab in your face geschossen. Echt gut. Jetzt habe ich dir eine Mine mitgegeben. Hinter dir ist eine Plasma. Ja, ich weiß. Aber ich muss rennen. YOLO! Tod. Ich habe mein Bestes gegeben. Das tut jeder. Weil die Lobby ist einfach zu ausgeglichen, weil die Teams sind ultra gut im Deffen. Naja, nur meine Leute chillen gerade alle ihre Base in der Base irgendwie. Irgendwie sind nur der All-Star und ich irgendwie, die was tun. Die anderen sind wahrscheinlich der Level 22er da. Der, wo das seine Base chillt. Ach komm, fickt euch doch, ihr scheiß Assis. Müsst ihr mich immer verfolgen? Nein! Ich hab's nicht mehr runtergeschafft. Ich wollte zumindest doch die Ding weg von dir. Oh, du bist tot. Was? Was, du hast den? Nein, ich hab ihn nicht, aber... Kann man eigentlich mit dem Ding schießen? Ja, ne? Mit welchem Ding? Wenn man das Ding hat. Ja. Schon immer. Ich wusste es nur nicht mehr. Hat das mal schießen? Ne. Dann habe ich auch gefragt, ob Dritter hat er sich nicht umgedreht. Oder Dritter ist nicht um. Ja, ihr schafft's. Ihr spielt richtig gut. Maisanschlag drauf, Bohnen drauf. Wir haben keine Chance zu entschärfen. Da finde ich, haben die Pflanzen aber auch einen guten Vorteil, weil die viel besser so sichern können, weißt du, mit Bohnen und mit Maisanschlag und dem Zeug. Das können Zombies einfach nicht so. Da haben die Pflanzen einfach einen Vorteil. Warum die noch hinschießen, dann können die auch machen. Ja, Bohnenanschlag und ja, aber Bohnen, haben wir so einen Mist, der wirklich One-Hit-Kill macht, und unsere Drohnenanschläge sind auch nicht so stark wie die Maisanschläge. Die sind stärker. Da habt ihr schon einen Vorteil. Und vor allem seid ihr jetzt auch mehr Leute. Du könntest theoretisch in mein Team kommen. Theoretisch. Okay, Gartenzwerg muss eliminiert werden. Ich wäre zu nah an unserem Garten gestorben. Thank you.
Ja, ist klar, wieder zu dritt. Und wieder mit Bohne. Und wieder mit Sonnenblume. Keine Chance, ich bin alleine. Ich kämpfe alleine gegen euch. Ich habe noch keinen Zombie verteidigen sehen. So ein Drecksteam. Was tut der hier? Das ist halt echt useless. War wieder der einzige, der draufgegangen ist. Das ist echt Bullshit mit dem Team. Vor allem, deine Leute stehen schon wieder mit 3 Stück da an dem Ding rum und ich bin alleine. Wow. Oh, du hast den, oder? Natürlich, warum? Yes! Yes! An der Leiche, no, Bohne! An der Leiche, oder was? Nein, nee. Komm schon! Oh nein, ich stehe doch im Kreis! Ich stehe im Kreis! Ey, wie hassi ist das? Die wäre geplantet gewesen. Ich war drinnen. Gut. Wo ist eigentlich unser letzter Garten? Das ist der auf der rechten, ne? Links. Ja, von mir aus recht. Natürlich wieder direkt ja. Geschafft zu planten. Ja, Pfeile. Und wieder 5 Bohnen reingeworfen und ich bin tot. Und ein Anschlag und ein Maisanschlag und noch mehr Bohnen. Und jetzt müsste mal einer von meinen Leuten bitte entschärfen. Nein, er läuft außen rum. Oh. Lol. 6 Schuss. Uah. I'm such lucky, I'm such a lucker. Ich war mir zugesetzt. Vor einer Sekunde habe ich sie gesetzt mit irgendwie 10 Leben oder so. Weil jetzt auch das Team mal mitgeholfen hat, dann habe ich auch eine Chance. Aber ihr seid immer noch mehr wie wir. Und in dem solchen kleinen Modus ist, macht einfach die Mehrzahl ultra einen Unterschied. Warum läuft jetzt wieder außen rum? Der will mich doch trollen. Da wird 4 Bohnen, Alter. 4 Bohnen, Alter, im Angriff. Will nicht überleben. Okay, doch, vielleicht. Ihr seid einfach zu viel. Der Arzt. Auf jeden Fall nicht. Ja. Komm schon, Bunny, hopp, Motherfucker. Ich habe keine Chance, ihr wart wieder 3 Erbsen hinter mir und ich war alleine. Ich habe keine Verteidiger, das ist halt der Mist. Und siehst du, du kannst wieder durchlaufen. Hier, 2 Dr. Chester hüpfen bei mir in der Base drinnen rum und chillen. Das ist halt echt ein Witz. Stehen drinnen am Brunnen und hüpfen im Kreis, 2 Stück. Immer noch, jetzt schießen sie hier rum. Schau dir das mal an. Lauf mal hier rein. Hier sind 2 Dr. Chests, die einfach nur durch die Gegend schießen. Wie ein Newbie, ey. Ich glaube, das ist ein Chef, der aber. Ja, weil ich kam denn. Ja. Ich hab wieder einen Scher. Wow, 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 wow. Scheiß nachladen. Ja, Chester. Meeresbiologe halt auch, ne? Aber ihr habt ihn schon wieder, keine Sorge. Und ihr seid schon wieder mit einem Angriffsteam aus 3 Leuten, die das Ding haben. Aber hast 2 Leute gekillt, Alter. Ja, ich habe 3 Leute gekillt, Alter. Ich sag ja, ich bin hier derjenige, der das Ding rockt. Und kein anderer. Aber es bringt halt nichts. Wenn mich jagen, dann halt wieder 3 von euren Pflanzen und ich habe keinen einzigen Zombie, der mir hilft. Das ist halt... Wir können nicht mehr gewinnen, glaube ich. In 5 Minuten ist es unmöglich, so viele Gärten zu zerstören, glaube ich. Dann müssen wir uns ziemlich blöd anstellen. Achso, es gibt ja kein Ding. Ich wollte schon die ganze Zeit auf das Speed-Ding, aber das gibt's ja nicht.
da vergessen. Ich habe einfach gerade eine Vierer-Serie, Alter. Fünfer. Und ich trage den Ding. Und jetzt bin ich tot. Und habe ich irgendeinen Verbündeten gehabt? Nein. Allein. Nein, hattest du nicht. Meine Leute drücken sogar Respawn. Um rechts kannst du Respawnen zuschauen. So, jetzt ist vorbei. Aber von hinten wieder mal. Nein, ich hab's wieder entschärft. Egal, ich hab's entschärft, Digga. Alter, eure Leute stehen mit dem MG da und sichern den Gartenzwerg. Ist schon verreckt. Gartenzwerg gerettet und wieder hier auf Angriff gehen. Boah, ohne mich läuft in dem Film halt echt überhaupt gar nichts. Und wieder alleine verloren gegen drei Pflanzen. Es ist echt ein Witz. Auch scheiße ins Nichts. Und aufgebaut, ne? Ja. Und hier stehen zwei Dr. Chester, die sich gegenseitig mit Explosivminen abwerfen. Jo, die Bohne hat's nein, der MG-Abwehr hat's beendet, aber die Bohne ist auch gerade explodiert und hat mich getötet. Jetzt habt das gewonnen. Also wenn der das jetzt schafft zu entschärfen, dann holla die Waldfee. Nein, er ist tot. Kaboom! Ja, ich hab die, so ich hab die ein gekillt, scheiß laut. Team. Unglaublich. Können jetzt einmal hier einen Punkt der Vergleich machen, ne? So ich zu meinen Mates, dann wird man mal sehen. Was das heißt, was so ein Gartenzwerg, habe ich 5.500 Punkte gemacht, ohne einen Garten zu zerstören. So, ich mit 5.5, der nächste hat nicht mal 4 geschafft. Das ist mal schon was, woran man sieht, was so spielerische Leistung angeht. Killt 25, der nächste 10. Naja, ich sag da jetzt mal nichts dazu, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Da dann hoffentlich mal wieder mit Markus im Team, sodass wir vielleicht auch ein fähigeres Team haben, weil das war ja jetzt richtiger Bullshit. Jo, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war euer Glitzerpilzchen. Servus, ciao.